Guten Morgen, meine Lieben. Ich dachte, ich nehme heute den Tag mal wieder die Kamera mit. Und da möchte ich erstmal dem Leon ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön sagen. Jetzt habe ich endlich wieder eine Kamera, bei der man das Display drehen kann. Und das Display funktioniert dann auch. Heute ist ein anstrengender Tag. Heute ist auch ein Tag, den ich so in der Art und Weise noch nicht erlebt habe. Katschu wird heute operiert. Ich war gestern beim Tierarzt mit ihr und wollte eigentlich ja zum jährlichen Check-up hin. Und man weiß ja auch so aus Erfahrung, dass Katschu ziemlich zäh ist. Die hat eigentlich nie irgendetwas und ich wollte gleichzeitig auch die Impfung auffrischen. Dann hat mich halt der Tierarzt gefragt, ja, ob es irgendwelche Beschwerden sonst gibt. Dann habe ich halt nur sagen wollen, dass mir halt aufgefallen ist, dass er halt beim Fressen. Und dann bin ich gar nicht so weit gekommen, weil in dem Moment hat er das Mäulchen schon aufgemacht und hat zu mir gesagt, oh weia, schauen Sie mal her, das ist, da müssen wir auf jeden Fall 4 bis 5 Zähne ziehen. Das Zahnfleisch ist komplett entzündet und man sieht teilweise schon den Zahnhals oder die Wurzel. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich immer bei ihr, also immer mit ihr beim Tierarzt war. Ich war insgesamt in den 4 Jahren, wo ich in Köln gewohnt habe, bei 6 verschiedenen Tierärzten, weil ich immer geguckt habe, welcher ist besser. Gibt es vielleicht doch noch jemanden, der sein Handwerk kann man ja eigentlich so nicht sagen, aber sein Wissen besser versteht oder besser mit Katsche umgeht mit den Tieren. Und ich habe immer bei den Tierärzten angesprochen, ja, wie sieht es aus mit den Zähnen? Nee, die Zähne sind top, die hat nicht mal Zahnstein. Ja. Und jetzt erfahre ich gestern, es müssen 4 bis 5 Zähne gezogen werden und das war für mich ein Schock. Haben wir dann natürlich Vorwürfe gemacht. Ich habe tatsächlich in der Tierarztpraxis geweint, weil ich wirklich fix und fertig war. Jetzt muss ich mich schicken. Es ist jetzt 7 Uhr. Das wird wirklich ein anstrengender Tag und ihr seid dabei und ich hoffe, der Akku hält durch. Du ahnst noch gar nichts, hä? Komm, wir müssen los. Am meisten tut es mir leid, dass sie nichts fressen darf heute Morgen. Ich verstehe das halt gar nicht, warum ich ihr nichts zum Fressen gebe. Die letzte OP war 2013. Ja, mein Schatz, das könnt ihr euch vorstellen, wie fix und fertig ich auch bin. Oh, hi, mein Schatzi. Ich bin heute den ganzen Tag für dich da, Mausi. Nur während du operiert bist, bin ich in der Arbeit, okay? Been waiting, meditating just to get by. Now I'm ready and I'm fighting to the last line. I'm lucky and I'm feeling at ease, at ease, at ease, yeah, yeah. You're losing in the game that we've been playing. You're locked up and you don't know what you're saying. Okay. So, ich habe mein Mäuschen jetzt abgegeben. 4 bis 5 Zähne hat er gestern gesagt, aber natürlich sieht man das Ausmaß erst bei der OP und ich fahre jetzt in die Arbeit. So, da bin ich wieder und habe auch schon in der Praxis angerufen und ihr geht's gut. Und 3 oder 4 Zähne wurden gezogen. Armes Baby. Oh. Schatzile. Oh Gotti. Mein Baby. Hm? 4 Zähne mussten raus. Hm? Oh Schatzi. Zu Hause machen wir die Heizung an, gell? Alles gut, ich bin da. Du musst nicht viel laufen, Schatzi. Oh, Schatzi, du darfst noch nicht laufen, Maus. Oh, Baby. Oh, Schatzi. Oh, Gott. Langsam, Mausi. Musst du jetzt das Wohnzimmer erkunden, ha? Hm? Der will ja mal liegen, siehst du, fein. Du musst jetzt nicht das Wohnzimmer erkunden, hat sich nichts verändert.
Ebi, warum musst du jetzt rumlaufen? Hä? Hey, umlaufen? Hm? Mach halt ein bisschen eine Pause, Katschen. Hey. Katja ist schon wieder fit. Ja, wir haben es nämlich ganz taktisch gemacht, weil Katja war ja auf Wohnungserkundungstour und hätte so nie Ruhe gegeben. Frauchen hat sich hingelegt und Katja ist in der Zwischenzeit ins Körbchen gekommen und musste dann auch schlafen. Und jetzt ist sie topfit. Mein Schätzchen. Das Baby. Wie ihr sehen könnt, es ist alles gut gelaufen und ich bin echt froh und ich bin happy. Wirklich, wirklich happy. Ja, zeig mal, wie gut es dir geht. Schätzi, zeig mal, wie gut es dir geht. Ja. Hi, Baby. Geht's dir gut? Schätzi. Mein Baby, ja? Oh, jo. Ich habe gerade die Linse sauber gemacht, Schatz. Mir gerade haben die sauber gemacht. Du warst sogar dabei. Du bist schon wieder ganz die Alte. Du bist schon wieder ganz die Alte, hä? So, meine Süßen, wir werden jetzt schlafen gehen. Kann man mich überhaupt sehen? Ich glaube schon. Och, Katschu. Oh, das wäre so ein schönes Bild gewesen, Katschu. Also nochmal ein zweiter Versuch. Alle, die bei Instagram und bei Snapchat geschrieben haben und uns ganz viel Glück, beziehungsweise dir ganz viel Glück für die OP gewünscht haben, ne? Mein Schatzi. Es hat auf jeden Fall geholfen. Ich gehe jetzt schlafen und wir sehen uns dann, ja, natürlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.